Leute, mal ehrlich, habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich hinter dieser Logistik steckt? Ich meine, wir gehen tagtäglich einkaufen und wehe, ein Regal ist mal leer. Also wer sorgt eigentlich dafür, dass unsere Lieblingsprodukte bei uns am Ende im Kühlschrank landen? Ich bin hier in einem Rewe in Gelsenkirchen und besuche Egge. Egge macht die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und ich will einfach mal wissen, was steckt eigentlich dahinter, so einen Laden zu führen, damit wir am Ende vielleicht die Schokolade bei uns auf der Couch genießen können. Also Einzelhandelskaufmann und Kauffrau, das klingt ja erstmal sehr bürokratisch. Und genau das dachte ich auch. Ich dachte eher, es ist ein Bürojob. Es geht quasi jetzt in Bezug auch auf den Kunden Rewe um die Organisation einer Filiale. Also Warenanlieferung, Warenbestellung, Warenkoordination, wahrscheinlich auch Personal, Schichten zuordnen, wann wer wie arbeitet und eher die Organisation einer Filiale, in dem Fall eben Gelsenkirchen. Das war so Einzelhandelskaufmann, war so meine Intention oder mein Gedanke, das wird mich wohl erwarten. Die Jungs sehen so aus, als ob sie auf mich warten. Hi, ich bin der Lukas. Hi, Mike. Schön, dass ich bei euch sein darf heute den Tag. Wie starten wir? Was machen wir zuerst? Am besten einmal nach hinten, wir ziehen hier was ab. Sehr gut. Das heißt, ich bekomme Teamkleidung. Hoffe ich. Ja, ich bin dann erstmal so ganz naiv und blauäugig in den Rewe rein und habe dann relativ schnell Egge und Mike, quasi meine Ansprechpartner, meine Chefs des Tages kennengelernt. Und bin dann ja erstmal so behind the scenes, also quasi ins Backstage des Rewes, was man auch nicht so allzu oft sieht. Und habe dann erstmal Arbeitskleidung bekommen. Eine schöne Fleeceweste von Rewe, dass ich auch dazugehöre. Und dann wurde mir eben gesagt, dass ich heute zwischen den beiden so ein bisschen Ping-Pong spiele. Also der eine hat eine Aufgabe, mit dem mache ich die Aufgabe und der schickt mich dann wiederum zum anderen. In dem Moment wusste ich, okay, Einzelhandelskaufmann ist wohl doch nicht nur einfach am Büro oder am Schreibtisch sitzen. So, das sieht schon nach Umkleide aus. Genau. Dann einmal eine Fleecejacke für dich. Ist die für mich. Cool. Bin ich gleich offiziell Teammitglied. Genau. Was machen wir denn heute? Was steht so an? Wir schmeißen dich ein bisschen hin und her zwischen mir und ihm. Okay. Dann würde ich dich gleich direkt als erstes mitnehmen. Müssen wir einmal kurz ins Büro. Ja. Genau. Also verschiedene Aufgaben heute. Genau. Gut. Ja. Dann gehe ich erstmal mit dir ins Büro. Und wir sehen uns gleich? Genau, ja. Ich bin gespannt, was mich so erwartet. Kleine Kämmerchen im Rewe, was man als Kunde nicht so sieht. Das stimmt. Kannst ruhig hier vorne Platz nehmen. Gibt es eigentlich auch so eine Art Umsatzziel von so einem Unternehmen, also von so einem Rewe am Tag? Oder wie ist denn das aufgebaut? Genau, also wir haben über das ganze Jahr gestreckt, haben wir einen Umsatzplan, den wir erreichen müssen. Und der ist transparent, das kennt jeder Mitarbeiter und darauf arbeitet ihr hin? Genau, also okay. Zugriff darauf hat jeder und also wie gesagt, das ist dann kannst du auch genau gucken für den heutigen Tag, du kannst auch sehen, ob du die Woche geschafft hast, ob du den Monat geschafft hast und so hangelst du dich dann halt von Monat zu Monat und dann am Ende des Jahres hoffentlich dann den Plan, der vorgegeben ist, genau. Ja, mega spannend, weil darüber macht man sich ja eigentlich nie Gedanken. Man geht in Rewe und kauft halt Essen ein, aber dass dahinter ja auch ein Unternehmen steckt, das hat man so als Konsument überhaupt nicht auf dem Schirm. Natürlich, also daran werden wir auch dann gemessen am Ende des Tages. Okay. Also ob der Plan erreicht wird oder nicht, daran wird man gemessen, also wird der Markt gemessen. Und was passiert, wenn man es nicht erreicht? Ja gut, dann, also alle raus. Wenn man die Woche nicht schafft, dann versucht man, dass man die nächste Woche nicht schafft. Genau, dann hangelt man sich halt so herum. Wichtig ist, dass man am Ende des Jahres ein positives Ergebnis hat. Okay. Das heißt, wir schließen das Geld jetzt erstmal weg. Genau. Also der Tag fing quasi wirklich so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Nämlich, das war ja eine klassische kaufmännische Tätigkeit. Zahlen, Daten, Fakten, Geld und Büro. Das haben wir erstmal gemacht. Dann haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, das war die einzige klassische kaufmännische Aufgabe, weil dann bin ich zu Mike geleitet worden und durfte den Frischetest machen. So, vom Tresorraum Richtung Orangen. Das ist so mein Werdegang. So, da bin ich. Hi, grüß dich. Was machst du gerade hier? Wir gucken jetzt hier einmal durch, ob das Obst noch frisch ist und das Gemüse auch. Weil ist halt wichtig, mehrmals am Tag zu gucken, gerade auch jetzt
wenn es wärmer wird, ja, dann wird schneller, werden die Sachen schneller schimmelig. Deswegen ist es wichtig, immer mehrmals am Tag zu gucken, ob noch alles frisch ist. Damit die Kunden auch keinen Schreck kriegen, wenn sie mal was Schlechtes sehen. Also dafür bist du in der Ausbildung, die ja jetzt eher so als also Kaufmann, genau, trotzdem auch wirklich direkt am Regal. Grade. Genau, richtig, ja. Es ist immer wichtig zu gucken, dass auch alles ordentlich dann ist. Okay. Muss ja ein gutes Bild dann auch abgeben. Ne? Okay, das heißt, man guckt jetzt einfach mal so, man checkt so, hier habe ich schon mal zum Beispiel was gefunden. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel, da müssen wir jetzt rausnehmen. Und das muss man halt auch dann vermeiden. Und das kommt jetzt weg? Ja, das wird jetzt erstmal aufgebahrt in der Kiste. Okay. Dann werden wir das abschreiben. Und morgens kommt meistens immer die Tafel, da wird das gespendet. Wenn sie es nicht wollen, dann können sie es auch hier lassen und dann findest du den Weg in die Mülltonne. Wie ist das eigentlich? Wird das dann alles dokumentiert? Also ist dieser Sack Orangen, Mandarinen? Ja. ich bin neu beim Rewe. Weiß man, dass der dann fehlt, weil der jetzt quasi B-Ware ist? Ja, also sobald etwas schlecht wird, wir haben extra ein MDE-Gerät. Ja. Damit können wir dann die Sachen abschreiben. Okay. Das heißt, dann wird der Bestand auch korrigiert. Das heißt, sobald dann was schlecht ist, so wie hier, schreiben wir es ab und dann, Und das ist dann dokumentiert. Richtig, aber das ist ja in so einem Rewe-Laden, also eine riesen Summe, weil ihr habt ja nicht nur Mandarinen. Ja. Und wann lernt man das alles? Also wann lernst du das in der Ausbildung? Lernst du eigentlich ziemlich schnell, okay, weil es halt sehr wichtig ist auch. Immer. Und das, aber bekommst ist das in der Berufsschule oder bekommst du das von Vorgesetzten beigebracht? Ja, eigentlich vom Vorgesetzten bekommst du es beigebracht. Okay, krass. Also natürlich so im Supermarkt und im Rewe denkt man sich natürlich schon, klar, man muss ja irgendwie mal gucken, ist die Ware, die wir da anbieten, ist die noch frisch, hat die irgendwie faule Stellen? Dass das aber in so einer Regelmäßigkeit geschieht, das war mir nicht bewusst. Und vor allen Dingen auch hier, dass das einfach der Azubi in der kaufmännischen Ausbildung, also der Einzelhandelskaufmann, Kauffrau, dass die das machen, hätte ich auch niemals gedacht. Ich dachte, dass das einfach vielleicht eine Person, die an der Kasse sitzt oder Ware einsortiert, dass die das machen, bis ich mal gerafft habe, das alles ist die Ausbildung. Also wusstest du, bevor du die Ausbildung für den Einzelhandelskaufmann, was ja eher so bürokratisch klingt, dass du wirklich auch Sachen aussortierst? Wusste ich vorher schon, ja, auch durch viele andere Kontakte, die schon vorher im Beruf tätig waren. Ja. So auch vorher, als ich mehrere Praktikas gemacht habe, habe ich das auch schon kennengelernt. Ja. Also ich wusste schon, was auf mich zukommt. Ja. Deswegen war ich auch überzeugt, dann das halt auch zu machen. Ne? Ist das vielleicht auch, also das weißt du jetzt besser als ich, aber das Spannende, dass du eben nicht nur mit Zahlen im Büro sitzt, sondern wirklich auch, habt ihr Kundenkontakt? Ja, sehr viel sogar, ja, sehr viel. Ja? Ist halt immer, das ist auch das Geile an dem Beruf. Es ist immer, täglich passiert was Neues. Okay. Es ist nicht immer das Gleiche. Du kommst nicht immer hier hin und machst 8 Stunden dasselbe, sondern passiert auch immer was Neues. Also sowas wie mit Egge checke ich erstmal jetzt den Umsatz und dann macht Egge und du genau das Gleiche. Also erstmal checken frische. Genau, ja. Wie lange dauert jetzt sowas? Also wie müssen wir das jetzt alles checken? Ja, am besten einmal durchgehen. Ja, gut. Um zu gucken, ob alles frisch ist. Wie lange arbeitest du am Tag? 8 Stunden. Okay, das sieht mir nach mehr Arbeit gerade aus. Ach, das geht schnell. Okay, und wohin kommt das? Das tun wir jetzt gleich in eine Kiste rein, die wir noch nicht haben, aber dann sammeln wir das erstmal. Okay, und sortieren ein bisschen. Genau. Perfekt. Und was natürlich besonders cool ist, dass wenn man Ware aussortiert, man muss sich das ja so vorstellen, ich hatte da so einen Korb Mandarinen oder Orangen in der Hand, wahrscheinlich ein Kilo, da ist dann 1 oder 2 Orangen sind schlecht, dass die dann aber nicht weggeschmissen werden, sondern tatsächlich für eine Tafel gespendet werden oder bereitgestellt werden, dass das quasi Menschen, die es brauchen, abholen können. Weil gerade, glaube ich, unser Bezug zu Essen wegwerfen, mir tut es immer in der Seele weh. Und das fand ich ganz cool, dass dahinter quasi, trotz aussortierter Ware, noch eine weitere Verwertungskette steckt. Wie oft muss man das am Tag machen, das Checken? Am besten, sage ich mal, 3-mal am Tag, krass, vielleicht auch 4-mal am Tag. Am besten auch immer, wenn man die Ware nochmal neu auffüllt, immer vorher gucken, ob noch alles gut ist. Okay. Ja. Damit die Kunden letztendlich die frischeste Ware bekommen. Genau. Ja. So verwöhnt sind wir. Ja, quasi. Genau. Aber gibt es tatsächlich Kunden, die sich beschweren, weil dann jetzt hier die Banane, keine Ahnung, faul ist? Ja, gehört dazu, gibt's krass auch. Okay. Also, deswegen versuchen wir das ja zu vermeiden. Ja. Dass die Kunden das eben nicht mitbekommen, dass was Schlechtes im Regal ist. Okay. Ja.
Cool. Ja, danke dir. Wie geht's weiter? Ja, Egge wartet im Lager. Okay. Und er gibt dir dann die nächste Aufgabe. Krass. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Es geht munter weiter. So, wir sind wieder im Lager. Und da steht schon Egge und wartet auf mich mit einem Regal. Genau. Oder so ein Wägelchen. Mit einem Rollwagen. Was macht man? Wir schnappen uns jetzt den Rollwagen, bringen ihn in den Laden und gucken, dass wir das Regal voll machen. Okay, also ach krass, auch das ist die Aufgabe von dir oder uns heute. Genau. Waren einräumen. Magst du ihn schieben? Sehr gerne. Vorsicht, Vorsicht. So. Jetzt. Das ist deine Verantwortung. Einfach vors Rolltor, das geht von alleine auf. Okay. Genau. So, nichts kaputt machen. Passen wir hier durch? Ja. Genau. Also bist du auch dafür verantwortlich, dass die Regale voll sind? Genau, oder unter anderem. Du? Genau, unter anderem. Okay. Vorsicht, der Kollege. Hey, Entschuldigung. Dankeschön. Und hier wären wir auch schon. Hier rein? Genau. Ah, okay. Das sieht gut aus. So. Ups. Das ist, finde ich immer, also du hast dann ja einen absoluten Ladenüberblick. Ne? Du weißt sofort, das ist immer so, wenn ich irgendwie jetzt die Butter suche, frage ich dich und du sagst mir da, da und da. Ja, wenn man hier ein paar Mal öfter rumrennt, dann weiß man, wo die Sachen stehen. Sind und alle was auch. Rewe so gleich aufgebaut eigentlich? Ja, die versuchen das System langsam reinzukriegen. Okay. Also sowas gibt es, das heißt Opus. Okay. Und von Rewe Köln wird das jetzt an die Rewe verteilt. Ja. Und das wollen die jetzt so machen, also dass jeder Rewe ungefähr gleich aufgebaut ist. Was ich jetzt ganz interessant finde, tatsächlich, da steckt ja eine unfassbare Logistik dahinter. Ja. Plant ihr das als Einzelhandelskaufmänner, dass du weißt, wie viel, also jetzt zum Beispiel, wie viel von diesen Chips brauche ich eigentlich am Tag und wie viel wird von denen gekauft? Nee, das ist auch mit dem neuen System so. Also die erfassen den Wareneingang, wie viele kommen. Die erfassen auch, wie viele durch die Kasse gehen, also wie viele verkauft werden und rechnen dann aus, wie viel wir in der Woche brauchen und bestellen die auch automatisch mit. Also wir bestellen auch schon seit fast einem Jahr, glaube ich, nicht mehr. Okay. Oder über einem Jahr. Ja. Bestellen wir selber nicht mehr, haben wir davor mit der Hand gemacht und jetzt kommt das alles automatisch. Wir können halt auf Kundenwünsche extra was nachbestellen oder extra Mengen bestellen, aber sonst kommt alles automatisch. Aber das ist schon die Aufgabe, die du so tagtäglich quasi machst? Genau. Als Einzelhandelskaufmann? Also, genau. Spannend, okay. Das heißt, du hast auch alle Produkte mal probiert? Nicht unbedingt, ja. Das ist jetzt meine Aufgabe. Nein, Quatsch. Okay, dann einfach jetzt sortieren? Oder du was? Schnappst dir was weg und dann einfach nachpacken. Ja, und als ich dann quasi das frische Siegel gegeben habe, bin ich direkt weitergeschickt worden, wieder zurück zur Egge. Und dann ging es um das klassische Einräumen der Ware. Also ich habe dann diesen riesen, so einen kleinen Hubwagen bekommen, bin dann mit diversen Europaletten, das waren Chips, das hat mir besonders gut gefallen. Wenigstens eine Kategorie, in der ich mich ein bisschen auskenne. Und dann haben wir tatsächlich genau das gemacht, was man ja oft auch sieht, während man einkauft, nämlich Ware neu eingeordnet, wenn Fächer komplett leer waren, unordentlich, ne? Ich meine, das Auge kauft ja auch mit, dass man da immer drauf achtet, dass man volle Regale hat und dass die schön aussehen. Bist du oder seid ihr auch dafür verantwortlich, so wann die Ware dann ankommt? Also ihr nehmt die Ware auch entgegen und sortiert sie ein? Genau, also wir haben feste Fuhrentage. Das ist von Marktgröße und halt je nach Markt immer unterschiedlich. 2 bis 3 Mal in der Woche kriegt man Fuhre. Mhm. Bedeutet neue Ware und das ist dann, also der Fahrer bringt uns die Fuhre, lädt die hier hinten bei uns ab. Da, wo wir gerade waren, im Lager? Genau. Und wir fahren dann die Paletten hier rein. Okay. Und die werden dann auch von uns abgepackt und die Reste landen dann, wenn zu viel oder zu voll, landen dann auf so einem Rolli und wir fahren die nach hinten und räumen die dann täglich nach. Das heißt, du hast schon über einen Überblick, so was ist viel jetzt hier im Angebot, was fehlt. Ja klar, also irgendwann hat man ein Auge dafür und ist halt, Abteilungen sind aufgeteilt. Also jeder Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter haben eine eigene Abteilung, wo die dann ein Auge für haben. Okay. Das heißt, wärst du dann verantwortlich, wenn ich jetzt sage, ja, die Chips sind alle, könnte ich dann sagen, ja, Egge hat halt leider die Linsenchips nicht nachbestellt. Genau, theoretisch gesehen schon, ja. Und dann kriegst du Ärger?
Ja, also ich muss dann meinen Koffer hinhalten, krass, weil ist dann meine Abteilung. Also eine krasse Verantwortung eigentlich. Genau. Witzig, wusste ich nicht. Das heißt, jetzt achte ich immer drauf, beschwer mich. Nein, Quatsch. Okay, ja, cool. Und wie geht's jetzt weiter? Wir sind durch mit dem Rolli. Mhm. Mike wartet schon auf dich. Ihr müsst ein paar Etiketten drucken. Okay, jetzt werden Etiketten gedruckt. Da sieht man auch mal, wie verwöhnt wir als Konsumenten sind. Ne? So, normalerweise würde man sagen, 3-4 Chipstüten reicht erstmal. Nee, wir machen da 20, 30 hin und richten die schön an. Weil wir einfach immer als Konsument davon ausgehen, dass wir die Qual der Wahl haben. Und wir wollen von allem so viel, wie es geht. So, Mike, da bin ich wieder. Ah, da bist du wieder. Ich habe schon gehört, wir dürfen etikettieren. Genau, ja, hier fehlen ein paar Schilder, die sind schon ausgedruckt. Ich gebe dir die einfach mal in die Hand. Ach, ist das jetzt hier so ein bisschen zuordnen? Also genau. Ich muss jetzt hier gucken, jetzt was Nivea... welches Produkt zu dem Schild passt halt, genau. Boah, krass, ihr müsst ja quasi alles machen hier in dem Laden. Ja, kann genau. Das sein? Wahnsinn. Viel zu tun, ja. Aber ist das manchmal nervig oder eher spannend? Weil jetzt frische Ware, jetzt hier Etikette... Ich eher spannend. Nivea bin ich, ja? Ist eher spannend, ja. Gerade wie vorhin auch schon gesagt, man erlebt halt immer was Neues, ne? Ja. So, und es ist halt viel Abwechslung halt, ne? Und das tut halt echt gut. Hier, Volumenkraft Nivea. Wie ist denn das eigentlich so? Wann hast du dich entschieden, hier die Ausbildung zu machen? Wie kamst du auf die Idee? Also, ich hatte früher schon, wie auch vorhin einmal gesagt, ein paar Praktika schon gemacht, ne? Ja. Und dann war ich halt auch in einem Getränkemarkt am Arbeiten und dann bin ich sodamäßig reingerutscht und war ziemlich davon überzeugt, dass das was für mich ist. Okay. Und deswegen, ja, bin ich dann hier gelandet und bin auch sehr zufrieden. Und würdest du sagen, so warst du in der Schule jetzt zum Beispiel, warst du da gut in bestimmten Fächern, die dir jetzt helfen? Kannst du das so sagen? Ja, in der Schule hat man sich immer so durchgemogelt, ne? Okay. Aber so... Ich sag mal, man sollte schon was mathemäßig, sollte man schon was im Kopf haben. Aha. Aber sonst eigentlich lernst du auch alles so ganz schnell, muss ich sagen. Dann in der Berufsschule? Genau, ja. Ich finde das immer einen interessanten Mix, weil ihr arbeitet ja viel hier und geht dann in die Schule. Genau. Ist das nicht auch hart, so beides zu machen? Ja, es geht eigentlich, ne? Also ich muss sagen, so ist. Die Schule ist meistens gar nicht mal so anstrengend, muss ich sagen. So, wenn du dich da wirklich konzentrierst und dich reinhängst, dann verstehst du auch alles und sowas. Ne? Und hier ist dann halt, dann nimmst du auch alle, vor allem hier lernst du ja was in der Schule brauchst. Auch, ja, okay. Ja, genau, also wie es andersrum Sinn. Ist auch. Ja. Okay, genau. Krass. Hier, Alpecin könnte ich vielleicht auch mal gebrauchen. und, kleiner Spaß. Du, in welchem Lehrjahr bist du jetzt? Ich bin noch im zweiten Lehrjahr. Okay. Genau. Und wie gibt es verschiedene Schichtdienste eigentlich? Wie ist das hier aufgebaut in so einem Rewe-Markt? Ich habe damit keine Ahnung, weil ich finde es immer krass, so als Konsument denken wir ja, es ist Samstag, 22 Uhr, ich gehe jetzt einkaufen. Bedeutet aber ja für dich, du arbeitest. Ich bin hier, genau. Nervt das manchmal, so Wochenenddienste? Ja, man lässt sich ja darauf ein. Man weiß ja vorher schon, ne? Samstag ist ein Supermarkt nun mal geöffnet. Ja. Und dann stellt man sich auch darauf ein, dass man am Samstag auch am Arbeiten ist. Gehört halt dazu. Ne? Dafür hast du unter der Woche wahrscheinlich mal einen Tag frei. Genau. Finde ich sogar besser. Ja? Ja. Unter der Woche mal einen Tag frei zu haben, ist manchmal besser als nur am Wochenende. Und fängst du früh an zu arbeiten? Das ist immer unterschiedlich. So mal Frühschicht, Mittelschicht und dann Spätschicht. Wann beginnt die Frühschicht jetzt als Beispiel? Ja, unterschiedlich. Morgens um 7, kann auch um 6 beginnen. Okay. Also ist das dann abhängig vom Markt quasi? Genau, ja. Also bist du tendenziell, man sollte vielleicht Frühaufsteher sein, oder? Wenn man Frühstück macht, ja. Okay, ich stelle es mir hart vor. Okay, aber gewöhnt man sich dran. Ja? Ja, auf jeden Fall. So, weil Spätschicht hast du natürlich dann das Glück, da kannst du ausschlafen, ne? Das stimmt. Vor- und Nachteile. Genau. Wir sortieren jetzt hier munter weiter. Und da wir ja die verwöhnten Kunden sind, erwarten wir ja auch, dass zu jedem Produkt direkt darunter der passende Preis und das passende Etikett steht. Und wir wissen alle, wie ärgerlich es ist, wenn man das nicht hat. Und jetzt weiß ich auch, wer dazu zuständig ist, nämlich der Einzelhandelskaufmann oder Einzelhandelskauffrau. In dem Fall sogar ich, weil wir dann die nächste Aufgabe mit Mike tatsächlich die Etikette ausdrucken. Also manchmal sind die ja auch falsch zugeordnet und manche fehlen ganz. Und auch das ist die Aufgabe. Jedes Produkt hat ein individuelles Etikett. Das heißt, scannen, drucken, hinkleben, dann ist der Kunde happy.
Ein langer Arbeitstag neigt sich langsam dem Ende und ich habe viel machen dürfen. Also erstmal vielen Dank. Was ich jetzt total interessant finde und auch spannend, dass ihr so viele verschiedene Dinge macht. Kannst du vielleicht nochmal einmal so ganz grob zusammenfassen, was gehört zu der Ausbildung dazu und was müsst ihr so tagtäglich hier in einem Rewe machen? Ja, also wie du ja den ganzen Tag mitverfolgen konntest, weil viele hören, man arbeitet bei Rewe oder man arbeitet im Supermarkt und denken dann direkt so, ja, der ist nur am Kassieren. Genau, so. Oder Industriekaufmann, genau. Eben nur Büro, genau. Was ich auch ehrlicherweise dachte. Aber das ist eigentlich genau im Gegenteil. Also wir machen hier praktisch alles. Du bist auf der Fläche, bedeutet im Laden, du hilfst Kunden, du räumst Ware nach, du kontrollierst Mindesthaltbarkeitsdaten. Oder du bist auch im Lager und guckst, dass du das Lager ordentlich hältst oder leer machst für die nächste Fuhre, die kommt. Wir machen praktisch alles. Im Büro gibt es auch Sachen zu tun, die man dann mit der Zeit lernt und mit der Zeit dann auch macht. Also so eintönig ist das nicht. Ja, total. Ne? Und vor allen Dingen, jetzt kann man natürlich, vielleicht junge Leute kriegen jetzt sogar eher Respekt, weil man denkt, so viel, das kann ich ja gar nicht. Konntest du das vorher oder hast du das alles jetzt einfach während der Ausbildung gelernt? Nee, also ich habe 3 Monate vorher einen Nebenjob bei Rewe gehabt, also ein bisschen Skills hatte ich schon, okay. Aber trotzdem, also ich kannte trotzdem so gut wie gar nichts, also wurde dann auch praktisch ins kalte Wasser geschmissen, aber es ist auch nicht, dass du von heute auf morgen direkt alles können musst, sondern du wirst ja von Abteilung zu Abteilung, von dann machst du mal Lager, ein bisschen helfen, dann ein bisschen im Laden, kriegst dann nebenbei ein bisschen bürotechnische Sachen mit und auch in der Schule lernst du ja auch was, wobei man sagen muss, dass die Schule wirklich nicht schwer ist, okay. Also wenn man sich wirklich nur ein bisschen reinhängt, dann kriegt man das hin. Ich meine, Schule ist Schule, irgendwie genau. Lernen muss man immer. Ne? Das stimmt, ja. Aber es ist eine machbare Aufgabe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, was auch interessant ist hier für die jüngeren ZuschauerInnen, die das jetzt gerade von zu Hause sehen, dass die Kombi aus Arbeiten und Berufsschule, zumindest wenn man den Jungs jetzt glaubt, auch total machbar ist. Ja, es ist immer eine Herausforderung, arbeiten und zur Schule gehen. Und ja, Schule immer gleich Lernen und Prüfungen. Aber es ist keine Hürde, wo man sagt, oh, ich habe Angst, in die Schule zu gehen. Die Fächer sind so anspruchsvoll, ich schaffe das nicht. Dass all das, was man vielleicht auch in der Schule nicht so hatte, ich sage jetzt mal sowas wie Rechnungswesen und BWL, da von null wieder gelernt wird und erlernt wird. Das heißt, man braucht jetzt nicht Angst haben, ich war schlecht in Mathe, ich kann die Ausbildung nicht. Also doch, kannst du, wenn du fleißig bist und dich kurz mal auf den Hosenboden setzt, ist das dicke machbar. Und du bist ja jetzt im 3. Lehrjahr. Genau. Ist das das Ende? Also die Ausbildung genau, hat 3 Lehrjahre? 3 Lehrjahre, genau. Und was ist so dein Fazit jetzt, wo du fast durch bist? Also ich will auf jeden Fall bei der Rewe bleiben. Ja. Und nach der Ausbildung mich dem Führungsteam hier in dem Laden beifügen. Ja. Genau. Und danach mit denen zusammen den Laden hier schmeißen. Ah, geil. Also das heißt, du fängst als Azubi an, genau. Machst erstmal so ein bisschen Etikettieren zum Beispiel, genau. Und dann wiederum im Optimalfall bis zum Management-Level, dass du hier genau. Marktleiter? Das ist auf jeden Fall ein Ziel, genau. So. Nicht morgen, aber das ist Merkt euch dieses Gesicht. Ihn seht ihr nicht mehr lange beim Etikettieren, wenn es gut läuft. Genau. Ja, geil, danke, okay. Und was ich auch cool fand, und das haben die beiden Jungs ja auch sofort bestätigt, du kannst in dem Ausbildungsberuf auch relativ schnell Karriere machen. Das heißt, Egge hat mir zum Beispiel gesagt, eigentlich geht die Ausbildung 3 Jahre, du kannst sie ja auch verkürzen. Und er ist schon aufgestiegen, also er ist vom Status schon noch Azubi, aber ist schon quasi ein Ranking wieder höher und hat auch das klare Ziel für sich gesagt, ich möchte mal Marktleiter werden. Und das ist jetzt nicht, wie wenn man in einem riesen Unternehmen anfängt und ganz unten und hochguckt in der Hierarchie und denkt, boah, das dauert jetzt 30 Jahre, sondern es ist in den 2 Jahren, bei denen ja schon richtig was passiert in der Hierarchiestufe. Und das finde ich gerade als junger Mensch super motivierend zu wissen, ich kann relativ schnell auch Sprünge machen, dementsprechend Karriere und dementsprechend auch mehr Geld verdienen. Du bist ja bald am Ende, ja. Und hast dann plötzlich, bist du vielleicht kein Azubi mehr, sondern hast auch so Teamverantwortung. Genau. Ja. Wie ist das? Hast du da Bock drauf? Oder auch vielleicht Respekt vor plötzlich Welpenschutz Azubi halt vorbei, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das merkst du ja jetzt schon so. Also ich habe auch schon viel Verantwortung gehabt in dem Beruf jetzt und der Welpenschutz war auch schon längst vorbei, sag ich mal so, ne? Und nach der Ausbildung, du hast ja sehr viele Möglichkeiten bei Rewe gerade, viele Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man es halt auch wirklich will. Also planst du schon deine Zukunft auch wirklich schon, ja. Bei Rewe? Genau, ja. Ich möchte gerne bei Rewe bleiben, mir gefällt es hier richtig gut. Ja. Leute alle, wenn du ein Problem hast, jeder ist für einen da, das ist immer sehr gut auch. Ja, also ich plane auf jeden Fall hier zu bleiben und
würde auch gerne dann in Zukunft vielleicht auch mal Marktleiter werden. Okay, cool. Wenn sich's ergibt. Ist natürlich das größte Ziel. Ne? Mhm. Mhm. Auch danach, du kannst ja immer noch weitergehen. Du hast echt gute Aufstiegsmöglichkeiten. Okay. Jetzt sitzen ja hier zwei Einzelhandelskaufmänner. Aber ist ja eigentlich, also Einzelhandelskauffrau kannst du ja genauso werden. Also würdest du auch sagen, es hat mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun? Gar nicht. Okay. Das kann eine Frau genauso machen wie ein Mann auch. Ja, okay, cool. Ja. Also, liebe Damen und Herren, wenn ihr vielleicht Kollegen von Egge, von Mike werden wollt, dann bewirbt euch hier. Genau. Die beiden Jungs finden es cool. Ich finde es auch cool. Ich durfte helfen. Und in dem Markt, wo wir waren, nur mega nette Menschen, also auch trotz Hierarchie, also Ausbildungsleiterin und Azubi, wo ja der Weg ganz klar ist, man hat sich geduzt, man war mega nett miteinander und es wirkte irgendwie von der Stimmung oder vom Arbeitsklima super positiv. Jeder kennt jeden, jeder grüßt jeden, jeder hat natürlich auch Respekt, egal welche Hierarchiestufe. Und das haben die Jungs ja auch bestätigt. Das macht einfach da auch Spaß zu arbeiten und man geht gerne dahin und absolviert hoffentlich schnell, aber auch eben mit einem Lachen im Gesicht die Ausbildung. So Leute, das war das Video zur Einzelhandelskauffrau bzw. Kaufmann hier im Rewe in Gelsenkirchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert es, liked es, lasst ein Abo da und schaut euch bitte auch die anderen Videos an, die wir schon so abgedreht haben.